Welcome to the first briefing of this term with the new chairman of the EPP Group, Manfred Weber. Chairman, please. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich heiße Sie herzlich willkommen und bedanke mich fürs Interesse. Wir haben für die EVP-Pressekonferenz ein optimales Zeitfenster gefunden, weil jetzt gerade noch der Wahlgang abgeschlossen wird und dann anschließend ausgezählt wird. Danke fürs Interesse. Es ist meine erste Pressekonferenz hier in Straßburg in meiner neuen Funktion als Fraktionsvorsitzender. Ich möchte Ihnen die gute Kooperation anbieten, so wie das bisher schon über unsere Dienste, über Pedro gut geklappt hat. Und möchte ich das auch entsprechend gut weiterführen und biete die enge Zusammenarbeit an. Wir haben heute den Start in die neue Runde, in die neue Plenarperiode des Europäischen Parlaments. Insofern ein besonderer Tag für uns als Parlamentarier, die von den Bürgern das Vertrauen bekommen haben. Und wir sind uns auch bewusst, dass das Europäische Parlament, auch die EVP-Fraktion, vor ganz gewaltigen Herausforderungen steht, weil wir natürlich bei den Wahlen und bei den Wahlkämpfen gespürt haben, dass die Bürger viele Fragen mit Europa haben, zu Europa haben. Und deswegen die Anforderungshaltung auch groß ist. Die EVP-Fraktion ist die Fraktion, die sich ein Reformprogramm für Europa vorgenommen hat. Wir sind die Partei und die Fraktion, die die letzten Jahre die Hauptverantwortung des Krisenmanagements getragen hat. In vielen der Krisenländer war es die EVP, die in Verantwortung war. Und wir haben auf europäischer Ebene an vielen Stellen, ich denke an Sixpack und Twopack, an vielen Stellen auf Grundlage der EVP Entscheidungen gefällt, um die Antworten auf die Krise zu geben und Europa aus der Krise herauszuführen. Und insofern, weil wir in den vergangenen Jahren die Hauptlast der Veränderungen tragen mussten, den Menschen viel erklären mussten, weil das so ist, ist es für uns umso mehr ermutigend und umso mehr eine Rückendeckung, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern wieder zur stärksten Fraktion gemacht wurden. Das ist ein Vertrauen in uns, in die Reformfähigkeit Europas, und auch ein Auftrag, diesen Reformkurs Europas weiterzugehen. Sie wissen, dass wir dafür eine Mehrheit brauchen. Wir bauen an einer stabilen Mehrheit im Haus. Der erste Ansprechpartner für uns waren die Sozialdemokraten. Wir hatten dort bereits informelle Gespräche. Und für die Personalentscheidungen diese Woche wissen Sie, dass es auch Absprachen mit den Liberalen gibt. Das heißt, die drei Fraktionen werden versuchen, zunächst mal den Start des Parlaments dann zu gewährleisten, den stabilen Start der Institution zu gewährleisten. Und dann im zweiten Schritt werden wir dann auch über inhaltliche vertiefte Zusammenarbeit sprechen. Dieses Signal der Stabilität, wo wir die Verantwortung haben, das zu gewährleisten, ist auch verbunden mit dem Verweis auf die Radikalen und Extremisten, die wir leider Gottes in diesem Haus haben. Ich möchte dazu eigentlich nur ergänzend sagen, dass manche Radikale ja versucht haben, Extremisten ja versucht haben, das Europäische Parlament zu stürmen und auch zu entern. Und dieser Ansatz ist kläglich gescheitert. Die Radikalen haben es nicht vermocht, eine eigene Fraktion zu bilden. Und viele der Oberprotagonisten, der führenden Leute, haben sich sogar entschieden, das Mandat nicht mehr anzunehmen, sondern im nationalen Mandat zu bleiben. Insofern ist dieser Anlauf gescheitert. Gott sei Dank, Rechtsradikale und wer Rechtsradikale wählt, verschenkt ein Stück weit seine Stimme, weil sie hier nicht wirksam werden, weil sich Radikale nicht auf Positionen einigen können. Und deswegen ist dieser Anlauf gescheitert, was für uns bedeutet, dass wir jetzt an einer starken, prodemokratischen, proeuropäischen Mehrheit im Parlament arbeiten, um die Aufgaben zu meistern. Ich möchte Sie noch darüber informieren, dass wir in der EVP-Fraktion nach den personellen Entscheidungen auch eine Fülle von inhaltlichen Entscheidungen gefällt haben. In den letzten zwei Wochen hatten wir eine Arbeit an einem vier- oder fünfseitigen Papier abgeschlossen, das einstimmig beschlossen worden ist, das unsere Eckpfeiler definieren für die Arbeit jetzt mit Jean-Claude Juncker zur Bildung der Kommission und auch die Grundlagen bildet für die nächsten Jahre. Ich möchte Ihnen nur stichwortartig sagen, dass dabei die Fragen Wachstum im Mittelpunkt stehen. Wir haben zudem unterstrichen, dass der Respekt vor der nationalen Ebene uns wichtig ist. Wir wollen nationale Parlamente respektieren und Europa eher in Zurückhaltung üben. Wir wollen keine Aufweichung des Stabilitätspaktes. Das ist für uns als Fraktion eine rote Linie. Die Lektion, die wir in der Krise gelernt haben, müssen wir auch nach der Krise im Bewusstsein halten. Wir wollen den Bürokratieabbau ernst nehmen. Wir brauchen eine Strategie für die Flüchtlingsfragen in Europa.
Und wir haben uns in unserem Positionspapier dezidiert von dem Ziel der Vollmitgliedschaft für die Türkei verabschiedet. Die EVP-Fraktion will die Freundschaft mit der Türkei, will die enge Partnerschaft, will auch eine spezielle Partnerschaft, eine auf türkischen Vorstellungen basierende Partnerschaft. Aber wir haben dezidiert diskutiert und auch beschlossen, dass eine Vollmitgliedschaft für uns nicht mehr in Frage kommt, weil das unehrlich wäre, sich das gegenseitig zu versprechen. Ihnen wird das Papier gerne zur Verfügung gestellt. Wenn Sie da weitergehende Informationen dazu brauchen, zu den Inhalten, dann stehen wir da gerne bereit. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass jetzt die nächsten zwei Wochen nach der Konstituierung heute für uns natürlich die Hauptarbeit beginnt, nämlich mit Jean-Claude Juncker ein Regierungsprogramm zu verhandeln. Wir wollen mit ihm gemeinsam auf Basis der Beschlüsse des Rates, der Schlussfolgerungen des Rates, die für uns der Rahmen sind, auf dieser Basis wollen wir jetzt in die konkreten Gespräche gehen, was wir anpacken, welche konkreten Punkte im Arbeitsprogramm der nächsten Kommission verankert sein müssen. Das werden wir in den nächsten zwei Wochen anpacken und am 15. Juli werden wir dann hoffentlich soweit sein, dass wieder ein EVP-Vertreter in die Spitze der Kommission gewählt wird, damit auch die EVP weiter Europa führen kann. Herzlichen Dank.